Willkommen Leute, zurück zu Let's Play Siege of Avalon. Wir haben im letzten Part den Kundschafter gefunden, der Verstärkungstrupp. Also so ein Kundschafter-Team. Und. Oh, es ist laut. Ja, die haben uns Gefallen gebeten, einen Siegelring zu finden. Von ihrem König, verstorbenen König, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sollten wir, glaube ich, damit zu Serot gehen. Und wir haben Mickey gerettet. Ist das nicht schön? Wir haben ein Einhorn gerettet. Ja, jetzt gehen wir mal mit Zerot. Ich bin sicher, das würde ihn sehr interessieren, dass wir einen Kundschafter gefunden haben. Willkommen zurück, mein Sohn! Kann ich etwas für euch tun? Ich habe einen Baron kennen wir mal. Ja gut, ich habe einen Baron kennengelernt, der zuvor die ganz vorgerückten Truppen gehört. Ich hieß Hartley und behauptet, vor Tignings habe ihn ausgesandt, den königlichen Siegerring wieder zu erlangen. Auftrag des Königs persönlich. Wie? In dem Fall sollte ich euch wissen lassen, dass auch Lord Harold den Siegen. Harold, Harold, wer war denn das? Dass auch Lord Harold den Siegelring sucht und dass sich ihn gerade einige Auskünfte gegen haben, die hilfreich sein mögen. Ihr erinnert euch an Eleazar, nicht wahr? Ja, ich erkenne es in eurem Gesichtsausdruck. Er hatte eine Vision bezüglich Thorntons Ring und seiner Rüstung und ich habe vorschlagen, dass Harold mit ihnen darüber spricht. Habt ihr die Aufgabe übernommen? Natürlich, wenn es der König wünscht, muss es äußerst wichtig sein. Natürlich. Schließlich ist es ein Siegel. Ich schlage vor, ihr sprecht mit Elazar über den Ring, mein Sohn. Seine Aufkünfte könnten euch nützlich sein. Habt ihr gefragt, wie der Baron Vortigern's Turm voraus ist? Er meinte höchstens 3 bis 4 Tagesmärsche voraus. Ah, es scheint, dass Bywin gerade noch rechtzeitig ausgesandt wurde. Habt ihr zufällig gefragt, wie weit die Kundschaft der Vortigern's Turm voraus was? Sind, ja. Baron Hedley sagt, er hätte. Zwei habe ich doch schon. Jo. Lord Harold. Harold. War das nicht dieser unhöfliche Typ da vor dem Dingseingang? Elazar. Das war doch der Anfangsmagier. Oder der Seher. Ich glaube, das ist der Seher am Südtor. Oder? Der uns ja so höflich weitergeholfen hat. Oh, aber was ich ehrlich gesagt vermisse, ist das zweite Kapitel, fand ich eines der besten Kapitel, ehrlich gesagt. Bis jetzt. Einfach nur aus dem Grund, weil es cool war und die Höhlenmusik so cool ist. Wenn ich das ein bisschen komisch geschnitten habe. Aber es war cool. Und auch das mit diesem Lurker folgt da. Wir haben immer noch die Quest, die Lurker zu befreien. Ich habe immer noch keinen Schimmer, wie ich das machen soll. Lord Harold, das ist bestimmt so ein Verräter, nehme ich an. Jetzt finde ich hier so einen toten Seher oder Magier. Elazar. Eleazar? Warte mal. Ich rede mal mit dir. Hallo nochmal. Ja. Was braucht die? Hallo nochmal, was brauchst du hier? Ich habe die Aufgabe bekommen, den Siegelring von König Thorntein zu finden. Thorntein zu finden. Und ich habe gehört, dass ihr einige relevante Informationen habt. Also, habt ihr weder mit Lord Harold oder mit Zerot gesprochen, Wett? Normalerweise wäre so eine unbedeutende Suche ganz gleich, aber neulich war ich in einer äußerst tiefen, meditativen Trance. Mein Geist verfiel in meinen Körper und ich schwebte zum verlassenen Dorf hinaus. Dort sah ich umringt von seinesgleichen einen Chahul-Krieger mit herrischendem Gehabe. Was haben die Chahul gemacht? Wo soll ich das wissen? Um diesen Mann, dessen Gesicht unauffällig war, ging in alle Richtung Nebelschwaden aus, so dass seine Schergen oder Ergebenen kaum 5 Schritte von mir entfernt im Dunst verschwanden. Mir fiel auf, dass er ein Harnisch trug mit was? Ein Lichtstrahl enthüllte ein Wappen, das ich schon einmal gesehen hatte. Er trug König Thorntons Harnisch. Ein Metall des Glitzerns zog meine Aufmerksamkeit auf seine Hand und er drückt das Siegelring. Irritierendes Funkeln. Ja, er trug er. Ich weiß nicht wie oder warum, aber einen Moment lang bildete ich mir ein, ich konnte tatsächlich seine Absichten erkennen. Vielleicht war es sein Ausdruck, das selbstgefällige Lächeln auf seinem unscheinbaren Gesicht oder vielleicht war es etwas anderes. Aber ich spürte, dass dieser Mann geschickt wurde,
um das Dorf zu besetzen. Danke, Elazar. Leider muss ich mich jetzt darum kümmern. Der lächelt. Ihr seid nach wie vor ein schlechter Lüger. Viel Glück. Gehabt euch wohl. Arul im Ruin, ja, okay. Dann gehen wir mal zum Dorf. Okay. Der Verdruss seines Gesprächs mit Elazar hat sich heute durchaus gelohnt. In der Tat war er heute liebenswürdig als je zuvor. Man hat mir gesagt, er habe bezüglich König Thortens Panzer eine Vision gehabt. Er erzählte mir, dass sein Geist, sein Körper während einer hypnotischen Trance verlassen hat und gewandert ist. Da er sonst nichts darüber sagte, nehme ich an, dass dies seine besondere Wahrnehmungsweise betraf. Ein wahrer Segen verglichen mit dem armen Wayner. Ja. Wer war nur Wayner? Na, ich vergesse es irgendwie manchmal. Er schwebte hinaus zum zerstörten Dorf vor Avalon und sah dort einen Sha'ul-Krieger am Nexus eines dichten Nebelknotens stehen. Arbeiter oder Verbündete sammelten sich um ihn, um Elazar, merkte plötzlich, dass der Mann König Thortens Panzer trug. Ein Lichtreflex an seinem Finger des Kriegers zog seinen Blick an. Er trug auch Thortens Siegelring. Das ist ein gutes Vorzeichen. Nicht nur, weil ich jetzt weiß, dass ich lediglich ihren Mann aufspüren muss, um beide Gegenstände zu finden, sondern auch, weil das Siegel wahrscheinlich nicht benutzt wurde, um Dokumente zu fälschen, da ein Krieger es trägt. Eliasa fügt jedoch hinzu, dass er da einen Verdacht hat, der Mann sei mit seinen Schergen geschickt worden, um das Dorf zu besetzen. Das ist eine gute Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Fliegenklatsche. Naja, irgendwie so. Okay, dann. Ich hoffe, der meint, das ist dieses Dorf hier unten. Dann gehen wir mal hin. Was will ein Krieger mit diesen Sachen? Und vor allem die wichtigere Frage: Woher hat er die Sachen? Das ist doch viel wichtiger. So wichtige Rüstungen, so ein wichtiger Siegelring. Die lässt man nicht irgendwo auf den Boden fallen. Oder in irgendeiner Lagerkammer verstauen. Ja gut, durchsuchen wir mal das Dorf. Mal sehen, was passiert. Vielleicht treffe ich jetzt hier wieder so hunderte von Würmern und Monster. Vielleicht laufen nur Untote in der Wildnis. Aber ich rechne eigentlich mit ein paar Wölfe. Ja, da ist doch... Oh, da ist der Feine. Oh, da war der Feine. Ja, die töten wir natürlich als Erste. Die Musik ist irgendwie ein bisschen komisch. Warte mal. Das passt doch jetzt nicht rein. Moment. So. Die Musik ist immer noch so, also gehört das wohl dazu. Ich find's halt nur ein bisschen seltsam. Da haben wir auch so einen Steinkreis, so einen Beschwörungskreis, würde ich mal tippen. Oh, wir killen erstmal ein paar Wölfe. Wölfi, Wolfe, Wolfe, da bist du ja. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so stark sind, dass sie uns wirklich gefährlich werden können. Aber okay. Das Dorf ist ja Gott sei Dank nicht groß. Und wir müssen ja auch nicht alles so durchsuchen, so wahnsinnig genau. Wie so ja beim ersten Mal. Autsch. Damit habe ich gerechnet. Dass er automatisch so läuft, dass der Ding mich trifft. Ja, okay. Mann, wir sind ganz schön bepanzert und bis Meilen. Hallo, noch mehr Wölfe. Ich will die Trainingspunkte. Trainingspunkte. Da jemand Spongebob sagt, Bonuspunkte. Ich will die Bonuspunkte. Ja, also Spongebob ist immer noch eine gute Serie. Ist immer noch toll. Es ist immer noch Wahnsinn und witzig. Es ist so, je wachsen man wird, desto witziger ist SpongeBob.
Die Werwürmer leben ja schon wieder. Habe ich euch nicht schon mal getötet im letzten Kapitel? Die geben doch Trainingspunkte, oder? Warte mal. Gibt es einen Grund, warum hier so viele Werwürmer existieren? Autsch. So, wo ist der zweite? Oh, da tue ich lieber alles. Ich meine Werwürmer, das sind... Immerhin Werwürmer. Juhu. Man muss ganz vorsichtig... Wo bist du denn? So. Juhu. Die kommen schon raus, wenn sie wollen. Da. Und stirb. Bis die aber nie was haben. Joho. Ein Würmchen. Ah, Wurm. Ich sollte mal achten, ob die Trainingspunkte geben. Vielleicht lohnt sich das nicht. Ach, aber ich glaube, es lohnt sich immer wieder, um einen Wurm zu töten. Aha. Autsch. Du darfst nicht verrecken. Nicht du, Kühner. Also der Diener hat deutlich mehr ausgehalten. Was mich nur stört, dass er nichts weitertragen kann. Wurm? Ah, Wurm. Oh, sogar zwei. So, au, au, aua. Wow. Das war jetzt Wahnsinn. So, wenn man sie im richtigen Moment trifft, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Tada. Und hier ist noch ein Busch. So, sonst noch irgendwelche Wurm. Gewurm. Komm her, du Wurm. Komm her, du sterbender, hässlicher Wurm. Ein Werwurm, ja. Okay. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ach, 7 Minuten, das reicht. Das reicht. Da fällt mir noch ein, dass... Ne. Dass wir eigentlich noch ein Dorf... Was? Hä? Oh. Na, hier drin kann ich auch... Wir haben ja auch noch so ein riesiges Gebäude in diesem Dorf gesehen. Mich würde gerne interessieren, was das für ein Gebäude ist. So ein riesen fettes, wo hier nur rechts nur so riesen fett war. So, kein Wurm mehr, der uns irgendwie jagen will oder töten oder so. Ne, nichts mehr. Nichts mehr da. Ah, doch, da war doch noch einer. Und. Ne, der gibt keine Trainingspunkte. Trotzdem wichtig zu erschlagen. Aha, da ist noch einer. Da. So. Damit haben wir alle gekillt, glaube ich. Und mal gucken. Ich erwarte eigentlich Shahul-Banden. Irgendwann. Wenn einer das Dorf besetzen will, müssen eigentlich mal irgendwann hier richtig viele erscheinen. Hier, dieses Gebäude meinte ich. Da müssten wir auch mal irgendwann reinkommen können. Ich meine, da war ja auch mal eine Tür gewesen. Vielleicht können wir da jetzt sogar rein. Ich meine, hier. Und hier irgendwo da. Da war mal eine Tür. Oder? Oder kommt das noch? Ist jetzt die Tür verschwunden? Ne, da war. Warum? Weil. Nach, wo ich weiß nicht. Ob die sich bei der Kirche versammelt? Sammeln, tunten? Man kann es ja nie wissen. In Dorf 1 habe ich sie nicht gesehen. Dorf 2 haben wir gerade abgesucht und jetzt sind wir hier. Oh. Wo könnten die sich verstecken? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Wo sind meine Opfer? Hallo, wo seid ihr? Oh, hier sind. Kann man da runtergehen? Warte mal.
Da können wir doch rein theoretisch in die Höhlen raus, oder? Da kann ich sowieso nicht runter, okay. Ja, okay, sie müssen nicht hier sein, das heißt, sie müssen nur noch da sein. In Dorf 2. Oder 3. So, war ich hier nicht gerade? Nee. Was ist das da unten eigentlich? Oh, da. Nein, das war nichts. Boah. Was ist hier? War ich hier schon mal? Weiß ich nicht. Ja, wow, was soll ich da jetzt. Warte mal, wir haben im Wald doch auch ein Ruinendorf gefunden. Aber warum sollten die dann da sein? Warum sollten die in diesem Ruinendorf im Wald sein? Also ein bisschen genauer hätte es auch nicht sein können. Ja, der hat uns wenig Dorf gesagt, aber es gibt zwei Möglichkeiten für zerstörte Dörfer. Ich meine, wir haben in letzter Zeit viele zerstörte Dinge gesehen. Man muss hier, es fehlt mir so ein bisschen Spiel. Diese genau ich da unten steht da doch. Da unten steht Naru, also wir sind doch richtig. Ach, vergesst, was ich gesagt habe. Stirb, Krieger! Atatatatatata. Oh, da ist doch einer. Atatatatatatatata. Also ich greife viel schneller zu als die Zekühner. Ist das ein Magier? Oh ne, das ist nur so ein schwer bepanzerter. Hey, hey Krieger. Hey, 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 hey. Tsch, tsch. Nimm das und das. Da, da, da. Tsch, da, 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 da. Ha, hu, ha, 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 hu. Ha, hu, ha. Und der da, ha. Ne, der da. Ha, 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 ha. Links und links. Und ne, rechts, rechts. Rechter Schwung und wieder rechter und lass ihn. Oh, verdammte Scheiß. What the fuck? Ich kümmere mich um alle drei. Ja, ich kümmere mich lieber um alle. Ah, verdammt, der hängt da fest. Ich rette dich. Oh, bist du das? Shaohul General. Ja, ich kümmere mich lieber um alle. Das packen wir schon. Oh, du rennst erstmal weg. Oh, der hätte gar kein Mana mehr. Ja. Oh. Oh nein, verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das muss ich ehrlich mal zugeben. Okay. Komm. Also, wir holen doch nicht alle auf einmal. Das wäre, glaube ich, doof, 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 doof. Autsch. Nee, doch nicht. Juhu. Komm her, komm her. Tat, 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 tat. Tot. So, dann rufen wir den da unten. Also, gegen 2 oder 3 habe ich keine Probleme, aber nicht gegen 5 oder 6 oder 7. Plus so einen dicken General. Nein, hört doch. Wow, das war jetzt knapp. So, komm. Du musst schon zu mir kommen. Oder ich komme zu dir. Dass der da keine Rufen tut, ne? Da hinten sind da welche, aber irgendwie kommen die Gegner nur, wenn ich in der Nähe bin. Bei den anderen scheint es irgendwie unwichtig zu sein. Sehr kühner, bist du denn lebensmüde? Ja, jetzt ist die Hälfte der Armee wieder hier. Und der Kühler muss unbedingt gegen 2 auf einmal kämpfen. Der hat keine Panzerung wie ich. Ich meine, seht euch das mal an. Er kann nur gegen 1 kämpfen und ich kämpfe gleichzeitig gegen 3 auf einmal. Ey, kannst du ihn mal besiegen? Selbst ich besiege dich schneller. Felix! Sei nicht so wahnsinnig. Jetzt verreck. Felix. Der lebt noch, das reicht mir. Nein, du bist doch bescheuert.
Ah. Die leben noch, das reicht mir. Die verlieren keine Lebensanzeige. Oh, bis jetzt. Verdammt, was macht die denn da hinten? Stirb, ich muss sie retten. Die leben noch, das. Oh. Wie sie immer gegen ihre Gegner so vorrennen müssen. Anstatt auf mich zu warten. Na gut, sammeln wir jetzt mit denen auf, bevor wir den General da bekämpfen. Wow. Oh, das wäre so viel Zeug. Warum habt ihr immer so viele Sachen bei euch? Ach ja, du kannst die Schwerter mal aufsammeln. So. Ach, jetzt kommt der. Ob das schon der Endboss ist von diesem Level? Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Warum sollte so ein einfacher Typ da jetzt ein Endboss sein? Ich weiß nicht. Der da jetzt der Endboss ist, fände ich irgendwie so ein bisschen komisch. Aber wenn es dann so ist. Stirb! Mann, du kannst nicht kämpfen. Der ist aber nicht besonders schnell, dieser Held, dieser General. Nimm das und das und das, das, da, da, da. Tot. Ja, also es war nett mit dir gekämpft zu haben, mein Freund. Ja. Ich glaube, wir hatten mal härtere Gegner. Ja, wir sammeln trotzdem erstmal alles auf. Wir brauchen nochmal das, das, das hier. Dann nochmal das. Und das. Wir versuchen so viel aufzusammeln, wie es geht. Hier das einmal. Und Felix. Ich stopfen sie erstmal voll, würde ich mal sagen. Einmal das. So, und dann passen da unten noch zwei Sachen rein. Hier. Da und dann nochmal hier. Dann passt ja noch so eine Keule rein. Zerkühner. Bekommst das und. Ne, ein anderes Zeug behalte ich. Was hast du noch? Ne? Ich glaube, die Schulterschütze könnten wir alle mitnehmen. Oder? Lederhelme konnten wir nicht mitnehmen, genau. Das nehmen wir auch mit. Und dann packen wir das noch hier rein, das da vor allem. Diesen kleinen und geben Geld. Einmal hier das. Das. Das, das, das. Komischer General. Oh ne, den lassen wir auf jeden Fall liegen. So, dann packen wir das hier rein, das packen wir da rein. Oh, nee, das behalte ich. Die Teile tun wir hier rein. So, das fügen wir nochmal hier hinzu. Dann können wir das hier reinpacken. Wenn das noch passt. Zumindest passen hier die Dinger rein. Nee, das behalte ich. Da passt zweimal, dreimal rein. Oder dreimal, zweimal. Wäre noch, glaube ich, besser. Also hier einmal das. Einmal das. Und einmal das. So, dann sammeln wir mal die Leiche auf. Ah, Abenteuer. Wir haben den General getötet. Deine Rüstung geben wir bestimmt gleich ab. Wow. Der hat echt seine ganze Rüstung gehabt, ne? Da, oh, seinen Siegelring haben wir. Ja, wenigstens sind die Sachen klein. Hammer-Axt auch noch. Der hat aber nicht wirklich gut in die Rüstung gekämpft. Oh, doch, hat. Ach du Scheiße. Behalten dürfen wir sie wahrscheinlich nicht. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oh mein Gott. Für eine Kette. So eine Rüstung will ich auch haben. Und das kann ich jetzt nirgendwo hin tun.
Ja, schmeiß mir das Lederding da auf den Boden, das bräuchte. Ah, verdammt. Die Schwerter stehen da im Weg, ganz keine Frage. Schmeiß mir das nochmal auf den Boden. Das Helm tun wir nochmal ein bisschen höher. Dann haben wir einen Siegelring. Der passt dahin, dann habe ich das dahin und dann das und dann das kommt dazwischen. Das passt da nur hier. So, also wir müssen nicht wirklich alles mitnehmen. So. Da haben wir die Rüstung des guten Toten aufgesammelt. So. Das kann eigentlich noch sehr kühner mitnehmen. Eigentlich gar nichts. Oder? Doch, kann der. Der kann einmal das mitnehmen, einmal das. Was kannst du von dem dann noch mitnehmen? Hier das. Wenn wir das da runter tun, können wir noch das da mitnehmen. So, jetzt sind sie total voll. Dann speichern wir das. Nett euch, nett eure Bekanntschaft zu machen.